Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video und diesmal ein Hardware-Video. Wir gucken uns, jetzt packe ich es mal aus, die neue Devolo-Steckdose an, beziehungsweise Steckdosenadapter. Dazu habe ich mir auch meine alte Steckdose nochmal geholt, die habe ich auch nochmal verpackt, die werden wir auch gleich nochmal auspacken. Ich will euch erstmal anhand des Kartons die Unterschiede zeigen. Also hinten befindet sich kein Unterschied, es sei denn hier der QR-Code, ja, der ist jetzt, hoppala, der ist jetzt hier auf der neuen Version nicht drauf, der QR-Code. Mehr kreative Lösung, also hier steht dann nur unten Devolo Home Control und hier steht dann noch ein Satz dazu mehr kreativen Lösungen, Devolo Home Control, und bei der alten Version einfach nur die Webadresse und der QR-Code. Von der anderen Seite sehen die Verpackungen genau identisch aus. Auch hier nur die unterschiedlichen Bilder drauf. Vorne, ja, hier, Mist, hier steht auch was drauf bei mir. Ja, da müsst ihr euch jetzt mal was wegdenken. Die Schrift habe ich drauf geschrieben, da habe ich mir was notiert, wo ich bei Amazon angerufen hatte, wo ich mal was verkauft hatte bei Amazon. Aber auch vorne sieht es exakt identisch aus, bloß halt verschiedene Bilder. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist, bei der alten Version ist hier oben dieser Aufkleber nochmal drauf, dass sie dazu ein Z-Wave brauchen, beziehungsweise ein Devolo Home Control Center. Und hier unten ist dann halt die App drauf und dann dieses Haussymbol Devolo Smart Home selber machen. Und bei der neuen Steckdose haben wir das hier oben nicht. Wir haben dann hier unten ein Bild von Devolo Home Control Center und hier unten steht dann das, was vorher hier oben im Aufkleber stand. Und das Bild hat sich dann halt hier auch was geändert. Hier seht ihr das praktisch so App-mäßig, also so ein Tablet und ein Handy abgebildet. Und hier sieht es dann nochmal so ein bisschen Windows 10-like aus, also ein bisschen abgespeckter. Mehr Unterschiede gibt es da nicht. Ich habe den Aufkleber nämlich auch wieder festgemacht gehabt. Oder habe ich die? Nee, die habe ich doch gar nicht mehr hier drin. Die hatte ich doch hier oben schon hingelegt. So, die hatte ich mir schon bereitgelegt. Mensch. Und jetzt müssen wir hier erstmal hier vorne abmachen. Ich werde das auch so zeigen, weil mit dem neuen Diffuser und Weiß ist halt ein bisschen doof. Da könnt ihr das dann schlecht sehen. So, Folie ab. So. Das sind die beiden. Das große ist die alte Version und das kleine ist die neue Version. Ihr seht, wesentlich abgespeckter sieht es jetzt aus. Auch von der Seite her, wenn ihr euch das anguckt, ist das neue dann halt ja, ein Ticken dicker, würde ich jetzt sagen. Ja, wartet mal, so. So sind sie exakt aufgelegt. So. Ja, so minimal ist sie dicker. Aber ist halt für Steckdosen geeignet, die halt nicht so viel Platz nebeneinander haben, wo man die vorher so nebeneinander machen musste und dann auf der anderen Seite nicht reingekriegt hat, kriegt man das jetzt besser hin. Ja? Auch durch diese flache, und hier ist es ja dann so gewölbt. Hier innen drin sind halt rote Pinöpel, also Gummipinöpel, hier sind sie weiß. Ich finde das... Ja, vielleicht liegt im Auge des Betrachters. Sieht betet gut aus. Ja, hier haben wir denn hier unten, dieser ist der Knopf. Der leuchtet auch. Und hier steht groß, hoppala, so rum, Devolo drauf. Bei der neuen Version haben wir den Knopf dann hier oben. Der ist so integriert. Ja, der leuchtet auch, denn denke ich mal, das habe ich noch nicht angehabt. Und wir haben das Devolo-Logo da unten. Das ist diesmal klein und dezent. Ja, also da finde ich glaube, da stehe ich auch als einzigster damit da. Das hätte man vielleicht noch einen Tick größer machen können. Also für die Leute, die wirklich nicht auffällig haben wollen, ist der doch gut. Ich mag das eher so wie hier, wo es dann so
bisschen, wo ist es, da unten ein bisschen größer geschrieben ist. Das ist denn so eher so meins. So, jetzt stecke ich die Beine mal aneinander. Ja. Um den Stecker zu simulieren. Ja, das neue flutscht ein bisschen besser. Beim alten gehen die Stecker teilweise ein bisschen schwerer rein. Ja, aber sonst, wir haben dann von hinten nochmal. Ja, hier geht dann halt das hier rum. Das ist, was steht da drauf? Irgendwas zum Erden oder so. DV20. Keine Ahnung. Hier ist es halt nicht. Hier geht's, gehen die Metalldinger da rum. Da weiß ich euch ehrlich gesagt nicht, wofür das ist. Vielleicht weiß es ja von euch inner, für was das ist. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich wollte euch halt nur mal präsentieren, dass ihr den Unterschied zwischen der alten und der neuen Version kennt. Das ist halt praktisch die alte Version, wie gesagt, und das ist die neue Version. Im schlankeren Design mit dem Knopf, das hier oben, finde ich echt süß. Also das finde ich cool, dass der da so mit eingearbeitet ist und dass man dann hier so drauf drücken kann. Das finde ich echt toll. Ich werde mal gucken, wo ich den jetzt ranmache. Ich denke mal, beim Laptop werde ich den ranmachen, dass ich den Laptop von unterwegs auch ausschalten kann, weil jetzt mal was sein sollte, hier wie ein Gewitter oder so, dass ich weiß, ey, scheiße, machst du Steckdose aus und dann ist die aus. Dann kommt das nicht bis zum Laptop wirklich hin. Ja, und das mache ich wieder ins Zimmer von meiner Tochter. Da habe ich das drinne, dass ich dann halt vom Wohnzimmer aus, wenn sie halt sagt, abends möchte sie Musik hören oder so, dass er dann, wenn sie ihre Anlage hat, dass ich sagen kann, okay, jetzt ist es spät genug. Egal, ob sie schläft oder nicht. Ich mache das Ding jetzt aus und dann gehe ich auf meine Devolo Home Control Center App, such den Tab für Kinderzimmer und sag dann Steckdose aus und dann ist die aus. Und das ist halt richtig gut. Und ich brauche halt nicht ins Zimmer und falls sie dann wirklich schon schlafen sollte, sie aus Versehen wach machen. Das hat halt mehrere positive Effekte. So, ich werde die Kartons auch wieder aufheben, falls da noch eine dritte Version erscheinen wird. Kann ich euch die denn auch präsentieren? Ich würde mich jetzt hier an dieser Stelle erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Irgendwo mache ich hier auch einen Abo-Knopf hin, falls euch das Video gefallen hat. Ein Abo kostet nichts. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach unten in die Kommentare posten. Ich werde mich schnellstmöglich drum kümmern. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.